stand da jetzt beim Taxi Hubner, da stecken die Montagturnerinnen und die machen heuer eine neue Figur, ganz ein tolles Zeichen. Das ist zwar, weil heuer haben wir 80 Jahre WSV und die stecken da, das ist eine Überraschungsfigur eigentlich, auch für den WSV machen sie da das ist sich mehr, das ist jetzt so ein Logo und das wird jetzt alles mit Margeriten und Lobinien wird das da rausgemacht, gell? Also es ist wahnsinnig viel Arbeit, bis du mal die Blumen brockst und so, also da sind schon mal ein paar Tage unterwegs zum Blumenbrocken und jetzt an so einer Figur stecken es ungefähr 2 Tage, wirklich Vormittag, es geht oft bis in die Nacht rein. Herzlich willkommen beim wahrscheinlich schönsten Frühlingsfest der Welt. Die Ramsauer sind es, die ihre Wurzeln, Bodenständigkeit, die Liebe zur Heimat und nicht zuletzt die Liebe zu ihren Pferden in sich vereinen. Was sagt die Narzissenkönigin zum Ramsauer Frühlingsfest? Mir gefällt es viel gut, die Figuren sind heuer wunderschön. Viel ist schade, dass das Wetter nicht ganz hin hat, aber es ist trotzdem eine Freude und mich freut es, dass ich da bin. Thank you.
blieb dem Steiermark-Touristiker lacht das Herz, oder? Ja, es lacht auf alle Fälle, wenn es so viele schöne Programme gibt wie hier in Ramsau am Dachstein. Vor allem mit viel Authentizität, mit viel Regionalität, viel Spontanität. Das haben wir jetzt auch bei dem Wetter heute gesehen. Aber das ist einfach typisch Ramsau, man weiß, auch zu feiern. Es ist ein bisschen, ja, es ist noch nicht so richtig wahr einfach. Wie bist du zu dem erkoren worden? Wie wird man Dachsteinkönigin? Ja, durch die Wahlen. Jetzt geht aber durch die Jury eigentlich. Und ja, war es ganz anders eigentlich, was ist aber. Aber ja, es ist einfach nur wegen der Stimmung und. Ja, es ist halt eine lustige Veranstaltung und ein lässiges Gefühl überhaupt mit zwei so netten Damen an meiner Seite, gell, Königin und Prinzessin von der Ramsau. Ich bin ja die einzig Auswärtige da, aber ich fühle mich sehr wohl in der Gesellschaft. Es passt gut. Ich muss sagen, ich habe da so ein super Team, ob das die Stecker sind, die Fahrer, die ganzen Rosleute. Also da gibt es nie irgendwas, die sagen, ja, Christine, wir helfen da oder ein Wilfried. Ich muss sagen, das ist so eine Hilfsbereitschaft und so ein Zusammenhelfen, so ein Zusammenarbeiten. Ich glaube, das gibt es wirklich nur in der Ramsau.